Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einem Video. Und zwar kursiert gerade im Netz, im Internet, in den ganzen Chats und so, so eine Liste von den möglichen, anscheinend herausgefunden, nächsten C-Days. Haben die Leute anscheinend auf Silver Road herausgefunden, dass die C-Days, die C-Day-Pokémon, ein bestimmtes Muster hatten. Und ja, das schauen wir uns mal heute genau an. Ist natürlich nicht bestätigt. Wir können das mal besprechen und schauen, welches von denen cool ist, welches uns taugen würde. Und dann werden wir es in den nächsten paar Monaten sehen. Vor allem dann im August. Wenn das Pokémon vom August stimmt, dann können wir ziemlich sicher sein, dass die ganze Liste stimmt. Also bevor ich anfange, möglicherweise bin ich heute, wenn ihr das Video seht, in Salzburg. Also folgt mir auf Instagram, falls ihr sehen wollt, was ich da mache. Also es ist immer noch nicht sicher, es ist 9:30 und wir sind uns auch nicht sicher, ob wir fahren, aber falls ja, dann folgt mir auf Instagram, dann wisst ihr Bescheid. Und falls ihr aus Salzburg und Umgebung seid, dann folgt mir auf Instagram und gebt mir da Bescheid, was da so der Hotspot in Salzburg ist oder so, dann schaue ich vielleicht vorbei. Aber fangen wir mit der Liste an. So, wir wissen, im Juni, nächster C-Day ist Lavita, was ziemlich stark sein wird. Kriegt eine neue Attacke, besser Gesteinsangreifer und so. Also, nächster C-Day wird krass, ich bin gespannt. Dann wissen wir auch, dass im Juli danach natürlich Shiggy kommt. Egal welche Attacke Shiggy bekommt oder Turtok, es wird immer noch schlecht sein. Deswegen muss man da auf den Bonus hoffen, dass es ein guter, geiler Bonus ist, dass man da auch ein bisschen zocken kann. Und dann, jetzt kommt die neue Liste mit den ganzen, auf Englisch heißt es Predictions, ich weiß gar nicht das deutsche Wort. Egal, August kommt Trasler, das erste Gen 3 Pokémon, oder? Ja, das wäre das erste Gen 3 Pokémon, das den Seeder bekommt. Trasler an sich ganz cool, kriegt noch eine Weiterentwicklung, also noch eine. Es gibt ja, gut, Wa ist weiblich und dann gibt es noch eine männliche Zweigentwicklung. Und da kann man auf jeden Fall noch Bombos gebrauchen. Ist auf jeden Fall ein sehr unterschätztes Pokémon. Mir gefällt er als Angreifer. Fände ich echt persönlich nicht so schlecht. Auch wenn Trasler eigentlich ziemlich häufig ist. Vor allem bei dem richtigen Wetter. Da kommt Trasler auch sehr, sehr oft. Dann, im September, hätten wir dann Endivia. Gen 2 Pflanzenstarter. CD hat angefangen mit Bisasam. Dann, also Pflanze, Feuer. Also Gen 1 Pflanze, Feuer, Wasser. Und dann würde es Sinn machen, wenn Gen 2 Pflanze wieder ist. Und dann Feuer, Wasser, also Endivia, Feurigel und Kanimani. Und dazwischen halt immer was. Und dazwischen kommt eben, laut denen, Oktober, Bummels. Bummels Ziel wäre auch nicht schlecht. Ich kann die Bonbons gebrauchen. Am Anfang war der echt richtig häufig. Aber den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Also der ist echt selten geworden. Auch bei richtigem Wetter. Teilweise bewölkt oder was weiß ich, was er braucht. Nee, nicht teilweise bewölkt. Weil ich kenne die deutschen Begriffe nicht. Auf jeden Fall, beim richtigen Wetter kam der früher richtig häufig. Aber jetzt, selbst beim richtigen Wetter, kommt er gar nicht mehr so oft. Ziemlich selten geworden. Also Bummels wäre nicht schlecht. Dann kann ich meinen 100er endlich maxen. Und meinen 98er wegschmeißen, der einfach so ganz oben auf meiner Liste chillt. Der besten Pokémon, WP-technisch. Dann, November danach hätten wir Feurigel. Feuerstarter. Ist okay. Also alle Starter, Gen 2 Starter sind eigentlich die schwächsten Starter, finde ich. Ist okay, nichts Besonderes. Mein Feuertechnisch wird dann nicht an Glurak ankommen und auch nicht an Lavados oder Lavados oder Entei oder sowas. Aber ja, ich kenne die ganzen Shiny-Formen nicht, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie cool die sein werden, aber Starter, Feuer, Gen 2 muss sein. Dezember wird sehr, sehr interessant, falls das stimmt. Und zwar Knackleon. An sich ist Knackleon eigentlich nicht so gut. Zumindest das Pokémon nicht und die Entwicklung, aber ist selten. Schlüpft nur aus dem 10er und wild relativ selten. Chance auf den 100er. Bis dahin vielleicht die Map wieder aktiv. 100er Knackleon. Einer kam schon mal in München, leider verpasst. Der wäre sogar 5 Minuten von meiner Arbeit gewesen, aber da hatte ich noch nicht gearbeitet. Das war Samstag oder so. Das war noch das Wochenende, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Also Knackleon fände ich von denen bisher am geilsten. Würde mir sehr gefallen. Dann geht es auch schon weiter mit 2019. Also ihr seht, einmal im Monat kommt ein Seeder. Also das dauert noch Ewigkeiten. Wer weiß, ob
bis dahin Pokémon überhaupt noch läuft. Die könnten auch bis dahin schon längst schließen und bankrott sein oder sowas. Oder die Welt könnte bis dahin schon untergehen. Aber auf jeden Fall 2019. Januar 2019, Kanimani. Das Wasserstarter von Gen 2. Aber an sich jetzt nicht so interessant. Selbst mit einer krassen Attacke oder so. Aber Februar. Februar 2019. Alter, Februar 2019. Das ist noch so lange hin. Aber egal. Kindwurm. Bis dann. Falls die Liste stimmt, kommt C-Day Kindwurm. Also wer fände C-Day Kindwurm nicht geil? Also schon mal Daumen hoch von mir. Dann März geht's weiter wieder von vorne. Also nicht von vorne, aber dann kommen die Gen 3 Starter. Und zwar natürlich wieder Pflanze Gen 3. Gekkobor. Gekkobor an sich. Auch bei den Startern kann man nicht allzu viel sagen. Also, die sind gar nicht so schlecht. Gewaldro, Sumpex, Logok. Die sind auf jeden Fall besser als die Gen 2 Starter, aber ich kenne mich jetzt nicht gut genug aus, um sagen zu können, ob die mit einer besseren Attacke irgendwie weiter oben mitspielen können. Ich meine, ich habe eine Liste gemacht zu den besten Feuer-Pokémon und nicht Feuer, Kampf. Und bei Kampf war sogar Logok mit dabei auf der Liste, also schlecht sind sie auf jeden Fall nicht. Sumpex auch stabiler Bodenangreifer. Kann man sich freuen eigentlich. Und es sind halt Starter, also muss man halt mitnehmen. April wäre dann Tarnisch. Auch ganz relativ selten. Also im Winter kam der relativ häufig. Und auch 10 Kilometer Ei und Metagross und 100er Tarne brauche ich theoretisch noch. Habe im Winter nicht so viele 100er gescannt. Deswegen schauen wir mal, was 2019 so bringt. Und dann im Mai Flamly, das Feuerstarter Pokémon Gen 3. Und danach wird es wieder interessant. Juni, Kaumalat. Ich muss den ganz kurz mal googeln. Okay, ich glaube, das ist ein ziemlich krasses Pokémon aus Gen 4. Der sieht aus wie die Vorentwicklung von Knacklack. Also der wird auf jeden Fall richtig krass. Und dann Juli Hydropi. Das sind so die Vorhersagen. Genau, das Wort habe ich vorhin gesucht. Prediction Englisch ist auf Deutsch Vorhersage. Und ja, das wäre so die Liste bis Juli 2019. Also die Liste für das komplette nächste Jahr. Wie gesagt, ein Jahr ist lang. Mal schauen, was da alles passieren wird. Ist eine interessante Liste. Ein paar Pokémon würde ich richtig hart feiern. Wir können spätestens im August sagen, ob die Liste stimmt, wenn Trassler kommt. Weil Shigi kommt sicher, das wissen wir. Und dann, wenn Trassler kommt, dann kann man sicher sein, dass die Liste stimmt. Schreibt eure Meinung unten in die Kommentare, welches von den Pokémon ihr gerne sehen würdet. Und welches Pokémon, das nicht auf der Liste ist, ihr gerne als C-Day-Pokémon hättet. Es passt alles ins Schema. Alles Pokémon mit 3 Stufen, 2 Entwicklungen. Und dann dieses Starter-Pokémon, nicht Starter-Pokémon, Starter-Pokémon. Passt alles rein. Also sieht eigentlich ziemlich logisch aus. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es so passieren wird. Aber bei Niantic weiß man nie. Wie gesagt, wir werden es August sehen. Aber das war's von mir. Eure Meinung zu der Liste, zu den Pokémon unten in die Kommentare. Schaut auf Instagram vorbei, falls ich nach Salzburg fahre. Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.